willkommen zur Pressekonferenz. Wie Sie gelesen haben, eine Pressekonferenz anlässlich der Zukunftsplanung des FCK. Und wie spätestens jetzt jeder merkt, geht es hier vor allem um die personelle Zukunftsplanung. Ich denke, spätestens jetzt weiß auch jeder, warum wir hier sind. Ich möchte auch nicht zu viel vorgreifen und übergebe das Wort direkt an den FCK-Vorstandsvorsitzenden Stefan Kunz, der die Neuigkeiten verkündet hat. Herr Kunz, bitteschön. Ja, guten Morgen. Das neue hier, um Markus Schub als unseren neuen Sportdirektor vorzustellen. Wenn man ein bisschen überlegt, warum war der Schritt notwendig oder warum haben wir den Schritt durchgeführt, haben wir zum einen unsere mittelfristige Strategie, wie Sie wissen, was wir gesagt haben, wir setzen auf die Jugend, haben dann eine Fananleihe aufgelegt, ein NLZ möchten wir gerne zurückkaufen, ein Pachtmodell aufgelegt. Und wie wir wissen, ist es ja im Moment bis zur EU-Konformitätsprüfung. Es ist auf Eis gelegt, da kommen also Aufgaben auf Fritz und mich zu, denen wir uns widmen müssen. Zum Zweiten ist es so, dass wir jetzt auch den Verein wirtschaftlich so aufgestellt haben, dass wir uns eine Personalie wie den Markus oder wie den Sportdirektor erlauben können. Ein zweiter Punkt ist, dass wir gemerkt haben, dass die Kommunikation nach außen, vor allem alle vielen und guten Sachen, die wir machen, im Moment nicht mit der richtigen Gewichtung dann auch draußen ankommen. Und wir in der Analyse der letzten Saison auch gemerkt haben, dass dann auch der Vorstand, speziell auch meine Person, etwas mehr wieder raus muss, auch zu den Fans, zu den Fanclubs, zu den Fanvertretern oder eben sich eben auch dementsprechend zeigen und den FCK auch dementsprechend zu verkaufen. Und der dritte und letztendlich wichtigste Grund ist, dass wir auch in der Analyse festgestellt haben, dass wir so wie wir den Wiederaufstieg erreichen wollten, mit dem einen oder anderen namhaften Spielern, der vielleicht dann in der Bundesliga nicht mehr ganz so zum Zug kam, dass das in den vergangenen zwei Jahren einmal zur Relegation und dieses Jahr zu Platz 4 geführt hat. Und dass wir da einfach auch gesagt haben, wir möchten gerne hier einen Philosophiewechsel durchführen. Wir möchten Spiele haben, die natürlich wieder unsere Fans begeistern, die auch richtig heiß auf den FCK sind, die dann auch den FCK als logischen nächsten Schritt in ihrer Karriere sehen. Und ich denke, genau da ist es auch in der Zeit, diesem Vorhaben, dieser Philosophie ein neues Gesicht zu geben. Und da sind wir nach den Gesprächen zu der Überzeugung kommen, dass da Markus der Richtige dafür ist. Vielleicht auch warum, kurz. Es gibt sicherlich ein Anforderungsprofil, was wir am Anfang erstellt haben, wo wir von den reinen Daten ausgehen. Markus hat war Spieler, war Bundesligaspieler, hat die U19 trainiert, war im NLZ, war Cheftrainer, war Co-Trainer, war sportlicher Leiter, also hat sehr viele Sachen, die wir in diesem Bereich brauchen, hat er viele Tätigkeiten schon abgedeckt. Hat dann auch als Co-Trainer beim HSV, bei einem Traditionsverein, gespielt, trainiert. Hat mit Bayern München sicherlich die Crème de la Crème als Spieler dürfen kennenlernen. Also auch da Erfahrungen sammeln können, die uns sicherlich sehr hilfreich sind. Und nach einer ersten Runde, wo wir Gesprächsleitfaden, Anforderungsprofil rausgegeben haben und uns dann mal getroffen haben und besprochen haben, kam dann praktisch eine zweite Runde, wo das Anforderungsprofil vom ersten FC Kaiserslautern ausgehend ganz stark eben dann auch mit dem oder dem Kandidaten besprochen wurde. Und die Hauptaufgaben, die auf den sportlichen Leiter oder Sportdirektor zukommen, auf Markus zukommen, sind natürlich in erster Linie die Spielerauswahl und die Kaderzusammenstellung, dann logischerweise auch die enge Begleitung der Mannschaft im täglichen Trainingsbetrieb. Dann kommt im Scouting, als Leiter vom Scouting kommen da Aufgaben dazu. In dem Zusammenhang möchte ich auch sagen, dass uns Frank Lelle am 30.06. verlassen wird aus dem Scouting heraus. Deswegen ist das auch eine Aufgabe, die dann hier auf den Markus zukommt. Was ganz wichtig ist, ist dann natürlich auch die Verknüpfung zwischen Nachwuchsleistungszentrum, zwischen den Top-Talenten und der ersten Mannschaft. Das, was im letzten Jahr schon sehr gut begonnen hat, dass wir das weiterführen. Das dritte und das vierte ist natürlich dann auch als Repräsentant des ersten FC Kaiserslautern aufzutreten. Und hier muss man sagen, dass natürlich Markus dann auch geholfen hat, dass er
hier schon sehr lange beim 1. FC Kaiserslautern gespielt hat, dass er hier das Ganze kennt. Und wenn man jetzt diese ganzen Punkte alle zusammennimmt, das, was wir gerne haben wollten und dass wir, was Markus dann verkörpert, war es praktisch eine logische Konsequenz, dass wir uns für Markus entschieden haben. Letztendlich war es auch so, dass Costa sich hier lange mit Markus schon getroffen hat und unterhalten hat, auch mein Vorstandskollege Fritz Grünewald, auch Frau Frohwer, die ja bei uns das Vertragswesen macht. Also Markus hat nicht nur mit mir gesprochen, sondern mit vielen Mitarbeitern, die dann auf ihn zukommen oder mit ihm arbeiten werden. Und die Resonanz von den Mitarbeitern ging eben auch alle eindringlich, dass wir uns dazu entschieden haben, dass Markus der richtige Mann für uns ist. Interessant war natürlich dann auch die Auffassung von Fußball. Wir haben uns zusammen auch mit dem Cheftrainer ein Spiel angeschaut oder mehrere Spiele angeschaut, um zu sehen, wie der eine oder andere Fußball sieht. Markus hat schon sehr gute Erfahrungen aus seinen vergangenen Stationen mit reingebracht, was man vor allem in der Vernetzung zum NLZ neu machen kann, sei es mit Individualtraining oder eben Top-Talente-Training. Und das waren dann deswegen alles die ausschlaggebenden Punkte, warum wir gesagt haben, Markus ist der richtige Mann für uns und wir sind jetzt froh, dass wir ihn überzeugen konnten. Er hat uns nicht warten lassen, sondern er musste ja logischerweise auch seinen Vertrag erstmal noch in Aalen auflösen, was gestern passiert ist. Und normalerweise, deswegen möchte ich es auch noch gerade nutzen, wäre auch der Costa hier gewesen. Wie gesagt, die Gespräche waren schon da, sind schon sehr intensiv geführt worden und wir wollten unserem Trainer das Champions League Finale jetzt nicht absagen. Das hat er lange geplant und ist gestern schon nach Portugal geflogen, wo er dann heute das Champions League Finale sich anschaut. Also das ist der Grund, warum Costa jetzt nicht da ist. Weiß nicht, ob er Verstärkungen schauen möchte, aber dann haben wir einen finanziellen Rahmen, das können wir dann später besprechen. Soweit jetzt erstmal von mir und nochmal, ich bin froh, dass Markus jetzt da ist. Danke, Stefan Kunz. Markus Schuppert, jetzt haben wir viele Gründe gehört für den FCK, sich für Markus Schuppert als Sportdirektor zu entscheiden. Was waren die Gründe von Markus Schuppert, sich für diesen Job beim FCK zu entscheiden und welche Rolle spielt hier auch diese neue Philosophie, verstärkt auf junge Spieler zu setzen? Ja, erstmal von meiner Seite auch einen wunderschönen guten Tag, liebe Damen und Herren, liebe Medienvertreter. Ja, Sie können sich vorstellen, ich freue mich sehr, dass ich heute mit Ihnen allen hier sitzen darf. Und ich möchte da gerade dran anschließen, wir haben sehr, sehr ausführliche und sehr, sehr gute, inhaltlich gute Gespräche geführt in den letzten Wochen. Der erste Kontakt zu Stefan Kunz war vor circa 7 Wochen, wo ich auch selbst auf Stefan zugegangen bin beim Spiel, beim Heimspiel FCK gegen Bochum. Und ja, da war der erste Kontakt und seitdem sind jetzt 7 Wochen vergangen und wir haben in dieser Zeit uns sehr eng ausgetauscht bezüglich einer Zusammenarbeit mit einer neuen Philosophie, wo ich von Anfang an den Eindruck hatte, dass das sehr vielversprechend ist. Ja, und ich konnte mich auch sofort mit dieser anstehenden, mit diesem anstehenden Philosophiewechsel, nämlich schwerpunktmäßig junge und talentierte Spieler weiter zu formen und zu entwickeln, darüber hinaus aber auch ambitionierte Ziele zu verfolgen, sofort identifizieren. Und am Ende hat mich das gesamte Konzept der Vereinsführung auch sehr überzeugt und deshalb bin ich auch sehr, sehr glücklich, heute hier sein zu können und freue mich auf die Zukunft in der Pfalz. Dankeschön, Markus Schupp. Vielleicht eine Anmerkung, es ist eben mal untergegangen, was die Kompetenz anbelangt, damit wir das vielleicht auch gleich abgehandelt haben. Also so, dass Fritz und ich natürlich durch die Lizenzierung einen finanziellen Rahmen vorgeben für die Lizenzspielerabteilung. Dann werden sicherlich Trainer und Markus ein Anforderungsprofil für die einzelnen Positionen erstellen und dann wird in diesem Rahmen dann auch Markus die Personalentscheidung treffen. Danke. Ebenfalls bei uns hier oben ist der Herr Professor Dieter Rombach, der Aufsichtsratsvorsitzende des FCK. Herr Rombach, wenn der FCK einen Sportdirektor einstellt, hat es auch Änderungen der Verträge des Vorstands zur Folge? Vielleicht können Sie uns hier nochmal aufklären und auf den aktuellen Stand bringen. Wenn
kompensiert werden, Damen und Herren. Bevor ich die Frage beantworte, darf ich vielleicht auch im Namen des Aufsichtsrats meine Kollegen Steinebach und Brenger sind heute auch hier, Martin Schub recht herzlich hier begrüßen. Die Auswahl nach dem Kriterienkatalog gemeinsam mit dem Aufsichtsrat hat auch bei uns die volle Überzeugung geweckt, dass wir den richtigen Kandidaten ausgewählt haben. Ich habe vorhin Markus Schub schon im Zweiergespräch gesagt, wir haben hohe Erwartungen an ihn und dazu wünsche ich ihm alles Glück und allen Erfolg hier beim FCK. Jetzt zurück zum Vertragssituation. Wir mussten den Vertrag von Stefan Kunz ändern, da bislang, und das ist seit 2008, seit Stefan hier im Verein ist, im Vertrag steht, dass er die Rolle Vorstandsvorsitzender und Sportdirektor innehat. Das heißt, bevor wir den Vertrag mit Markus Schub unterschreiben konnten, musste das korrigiert werden, dass er eben nicht mehr die Rolle des Sportdirektors einnimmt. Im Rahmen der Veränderung haben wir uns dann entschlossen, den Vertrag von Stefan Kunz um 2 Jahre bis zum 31.12.2017 zu verlängern. Vielleicht zwei Gründe oder zwei wesentliche Gründe hierfür. Das eine sind die immer stärker wachsenden Aufgaben. Stefan hat schon einige erwähnt, wie das Pachtmodell umsetzen, Gesellschaftsvertrag für NLZ, Ausbau NLZ, Vermarktung NLZ. Also wir im Aufsichtsrat waren uns dann einig, dass eigentlich die Aufgabenfülle inzwischen das, was zwei Personen leisten können, eindeutig überschreitet. Das war ein Grund für die Einstellung des Sportdirektors, für die Verlängerung des Vertrags von Stefan Kunz. Das andere ist auch die Glaubwürdigkeit dieser neuen Vision. Also ich bin der Meinung, wir sind der Meinung, Aufsichtsrat, man kann nicht so eine Vision propagieren, wie sie Stefan und Markus eben formuliert haben, wenn die nicht begleitet wird durch auch Verlässlichkeit in der Führung. Und wenn wir Spieler gewinnen wollen, die an dieses Konzept glauben, dann bin ich der Meinung, muss auch die Führung stabil sein. Und das war der zweite wesentliche Grund, den Vertrag zu verlängern. Ich möchte in dem Zusammenhang aber auch mal hier einen expliziten Dank an den gesamten Vorstand, an den Stefan und Fritz aussprechen. Wir haben in vielen Dimensionen, Nachwuchsarbeit, Finanzen, enorme Fortschritte gemacht, wenn ich das vergleiche zum Beginn unserer gemeinsamen Zeit. Wir wollen jetzt durch die Veränderung dieser Vision auch den sportlichen Bereich entsprechend nachziehen. Dann will ich vielleicht noch zum Abschluss meine heutige Gefühlslage kommunizieren. Ich glaube, das ist heute ein guter Tag für die Zukunft des ersten FCK. Nicht nur, weil ich glaube, dass es die richtige Vision ist, die sportliche Zukunft zu planen, sondern auch, weil wir operativ die richtigen Weichen gestellt haben mit der Einstellung des Sportdirektors und der Verlängerung des Vertrags des Vorstandsvorsitzenden Stefan Kunz. Danke, Herr Professor Hornbach. Herr Kunz, wenn der Vertrag verlängert ist, dann muss man natürlich auch dazu nochmal Stellung nehmen. Ein Zitat dazu von Ihnen, bitte. Dieter hat im Grunde genommen alles gesagt. Die Aufgaben, die wir eben angedeutet haben, und auch die Möglichkeiten, die der neue Vermarktervertrag eben geben, dass wir das NLZ in Zukunft selbst vermarkten können und eben das angesprochene Pachtmodell oder die Umsetzung jetzt der Prüfung der EU-Konformität, das sind jetzt natürlich sehr reizvolle Aufgaben, die aber auch vollen Einsatz erfordern und auf der anderen Seite glaube ich, wie gesagt, auch ganz stark daran, dass die Kommunikation auf verschiedenen Ebenen einfach besser werden muss. Auch dafür, denke ich, gehört es zu meinen Aufgaben, die dann auch in dem Bereich verstärkt werden müssen. Und denke auch, dass es insgesamt auch dem Verein gut tut, wenn im sportlichen Bereich frischer Wind reinkommt und dort neue Entscheidungen getroffen werden oder auch mit einer anderen Sichtweise. Und ich meine, wenn man was nicht absprechen kann, dann sicherlich mein Herz für diesen Verein. Und ich habe in der Vergangenheit gesehen, wie wir Angriffen ausgesetzt sind und was wir dafür eine Kraft brauchen, eben auch unseren Verein zu schützen. Und von daher gesehen glaube ich, dass letztendlich auch aus der Historie heraus dem FCK Kontinuität gut tut. Und war für mich natürlich keine Frage, dann eben auch zu sagen, dass ich das gerne weitermache. An der Stelle würde ich auch gerne dann nochmal was einfügen, was für Sie von den Medienvertretern sicherlich auch interessant ist. Wir sprechen hier mal von Weiterentwicklungen, die sich der FCK oder auch Markus natürlich dann logischerweise ganz groß oben drüber schreibt als Überschrift. Wir haben nach dem Weggang von Christian Gruber, Lisa Netzhammer und Stefan Roskopf die Chance gegeben, unsere Presse- und Öffentlichkeitsabteilung zu leiten. Die Art und Weise, wie sie das gemacht haben, einen eigenen Stil, auch mit teilweise neuen Ideen, mit einer sehr hohen Akribie, haben Fritz und ich davon überzeugt, dass wir diese Leitung der Abteilung auch genau bei Lisa und Stefan lassen möchten.
Also von daher gesehen bleibt Stefan hier vorne Ihnen erhalten. Lisa, wie man so schön sagt, macht Backoffice, Organisation, Personal, Verwaltung und Stefan eben die klassischen Aufgaben des Pressesprechers beziehungsweise dann natürlich in engem Kontakt mit den Medienvertretern dürfen Sie sich auf die Zusammenarbeit in der neuen Saison eben auf die beiden freuen. Dankeschön, also ich freue mich auf die Zusammenarbeit auf jeden Fall. Ich weiß nicht, Stefan, jetzt ein paar Worte dazu. So, Sie haben übrigens auch zu beiden Informationen oder zu beiden Neuerungen, sowohl der Einstellung des Sportdirektors als auch der Vertragsverlängerung mit dem Vorstand, eine Pressemitteilung erhalten, sollten Sie die aus irgendeinem Grund nicht haben. Hinten liegen noch welche, können Sie sich nachher noch welche wegnehmen. Ansonsten ist jetzt Zeit für Ihre Fragen. Sie haben jetzt die Protagonisten gehört. Gibt es noch Fragen Ihrerseits? In dem Fall wirklich um ein ganz kurzes Handzeichen. Wir würden Ihnen dann ein Mikro reichen, damit es auch jeder versteht, die Frage, und damit es auch die Kollegen vom Fernsehen und vom Radio drauf haben. So, wer möchte die erste Frage stellen?